check. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für mich geht es jetzt nach Köln und ich dachte mir, ich bereite mich so ein bisschen mit euch vor. Ich habe meinen Koffer schon geholt, der liegt auf dem Boden und muss jetzt so ein paar Outfits planen. Ich fahre nämlich nicht ohne Grund nach Köln. Es ist nämlich das Study-Event, was Henry und Laura zusammen organisiert haben. Richtig cool. Und Pauline von dem Kanal Mein Wanderer und ich haben da einen Workshop, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen einen, so ein bisschen mäßigen Podcast-Talk geplant. Und das ist schon etwas, was mich so ein bisschen Überwindung kostet, aber ich habe mittlerweile so viel Selbstvertrauen irgendwie aufgebaut, dass ich weiß, dass das gut wird und ich freue mich irgendwie jetzt total auf die Erfahrung. Und ich wollte dieses Jahr neue Dinge ausprobieren und genau das ist so was, wo ich einfach nicht drüber nachdenke und sofort Ja sage, weil jeder Step aus meiner Komfortzone hat mich in der Vergangenheit zu so viel mehr gebracht als nur dieser kleine Step außerhalb meiner Komfortzone. Jedes Mal, wenn ich irgendwie mir gedacht habe, okay, ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich mich unwohl fühle, ist daraus so was Krasses entstanden und deswegen mache ich das und nehme euch mit, weil ich finde das irgendwie immer total inspirierend, wenn andere Menschen aus ihrer Komfortzone gehen oder andere Menschen irgendwas machen, das ihnen irgendwie Bauchschmerzen bereitet oder irgendwie so, dann denke ich mir, ja, jeder kann alles schaffen, so. Genau, kleiner Talk am Rande. Ich habe mir übrigens solche, so ein Sleek Bun gemacht, weil meine Haare heute gewaschen gehören und deswegen habe ich das gemacht und ich mache mir jetzt dann irgendwie eine cozy Serie an. Ich habe 3 Optionen oder ich habe sogar 4 Optionen. Ich habe entweder, ich schaue High School Musical, das Musical, die Serie weiter oder ich schaue Heartstopper oder ich schaue Gilmore Girls oder ich schaue Love Island, obwohl Love Island ist eigentlich das unromantischste, deswegen, ich glaube, ich entscheide mich für High School Musical, das Musical, die Serie. Da bin ich gerade richtig drin und ja, ich packe jetzt meinen Koffer mit euch. Ich bin angekommen, ich bin in Köln und ich habe gerade eingecheckt. Ich bin übrigens mit Pauline hier, aber die ist jetzt noch nicht hier. Die kommt erst in 2 Stunden und ich wollte euch eine kleine Roomtour geben. Ich bin immer so excited irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, in ein Hotel einchecke. Ich finde, das ist immer so cool. Warte, ich mache mal Licht an. Ja, ich gebe euch eine Roomtour. Und zwar kommt man hier rein, dann ist hier ein Bett. Dann hat man hier, oh, perfekt, der Fernseher geht gerade an. Dann hat man hier so eine kleine Ecke. Dann, ich habe noch gar nicht die Aussicht angeschaut, aber wir sind im 5. Stock. Oh, auf dem Bahnhof. Ja, wieso nicht? Dann geht's hier weiter. Das ist das Badezimmer und das finde ich ja mal richtig schön. Dusche ist auch richtig pretty. Ja, richtig toll. Also ich fresh mich jetzt ein bisschen ab. Jenny ist auch hier, Lara ist auch hier, Jessie Elena ist auch hier. Laura, die hat das Ganze hier organisiert, die sehe ich zum allerersten Mal. Da bin ich auch schon sehr excited. Und ich freue mich total auf die Zeit. Ich habe jetzt im Zug mein Video geschnitten. Ich bin sehr happy, das muss ich jetzt eh noch gleich hochladen. Genau, und ich habe gerade ein neues Hörbuch angefangen. Und zwar das hier. Warte, wo habe ich das? Das hier. Weißt du, was du wirklich willst? Das ist, ich bin da gerade so drin, das war gerade so emotional im Zug, dass ich fast angefangen hätte zu weinen. Da geht es um Therapiesitzungen von einer Therapeutin und die erzählt halt über die Therapiestunden. Ich finde das generell so interessant. Das hat mich jetzt voll inspiriert, dass ich mir ein paar Bücher besorgen möchte. Ich habe auf Amazon ein paar in den Warenkorb gegeben. Über Psychologie, über einfach so das Thema. Ich habe euch das schon öfter erzählt, dass mich das extrem interessiert. Einfach so die menschliche Psyche. Und ich mag das auch total gern über das zu lernen. Und dann habe ich mir gedacht,
Ich kann das ja auch selber machen. Jetzt in der Zeit, in der ich quasi kein Studium habe, habe ich da wirklich auch Zeit, mich in Themen reinzulesen und mal so richtig zu schauen, was mich da so richtig interessiert. Ja, ich ziehe mich jetzt um. Ich mag das nämlich gar nicht, Sachen anzuhaben, die ich im Zug anhatte. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hole jetzt Pauline vom Hauptbahnhof ab und gehe dann einkaufen. Ich war jetzt in der Stadt unterwegs und schaut mal, wer hier ist. Pauline ist hier. Wir haben uns gerade schon mit den anderen getroffen, also mit Jenny, mit Lara, mit Laura und mit Nadine und waren einen Kaffee trinken. Und Pauline hat mich heute schon gerettet von einer sehr brenzlichen Situation. Es sind nämlich ein paar echt weirde Gestalten hier. Mhm. Also man viele Männergruppen. Ja, viele Männergruppen, die auch... Lieben wir nicht. Einfach total unangenehm war das in der Stunde, wo wir jetzt hier waren, 2 Stunden. Wir gehen jetzt noch in die Stadt, weil wir brauchen unbedingt... Irgendwas zum Anziehen für morgen. Ja, also wir geben unser Bestes. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Und danach gehen wir essen mit den anderen. Ich freue mich mega. Es ist so warm. Es ist wirklich so warm. Wir haben uns ja vor 2 Monaten in Hamburg gesehen. Und da war es so kalt. Da war es so kalt. Aber ich fand sowieso, der Sommer war voll oft voll kalt. Ja. Und dann halt mal wieder ein paar warme Tage. Aber aktuell ist es richtig, richtig warm hier. Wir sind immer noch unterwegs. Seit einiger Zeit. Lange. Original. 5 Teile vielleicht, maximal. Mit und selbst Farben. Die auch nicht wirklich. Ja. Das, was wir so. Also es ist so schwierig. Es ist alles beige, weiß, schwarz. Maximal khaki. Das ist so die meiste Farbe, die es schon bei diesem Herbst zu geben scheint. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, was wir suchen. Also wir haben ein Farbschema. Und zwar wollen wir, unser Podcast-Logo ist ja pink, grün. Und genau das wollen wir. Wir wollen so einen richtig nicen Pinterest. Aber es ist fast unmöglich. Ja. Also so eine komplette Unternehmensstruktur quasi in die Richtung. Wir versuchen es. Leute, es ist komplett eskaliert. Wir haben das hier, diesen Haufen da hinten. Das ist unser Last-Minute-Verzweiflungskauf. Nee, das hier ist aber dein, ja, ein paar. Ja, so ein paar Sachen von da hinten. Weil wir waren, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, aber wir waren jetzt in so vielen Läden. Wir wollten unbedingt dieses Theme durchziehen. Und das einzige Geschäft, das noch offen hatte, war Zara. Ein paar Sachen mitgenommen und es ist nicht so geworden, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben jetzt ein Outfit, das okay ist. Eigentlich ist es gar nicht so dramatisch, das ist jetzt nicht so... Niemand war darauf vorbereitet, dass wir überhaupt abgestimmte Outfits haben, außer ja. Uns. Wir hatten das halt so cool im Kopf, aber egal. Es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also wir ziehen das... Wir haben jetzt morgen einfach so eine Jeans. Dann, ich habe dieses weiße Top und entweder den Blazer, also so einen rosanen Blazer oder ein rosanes Hemd. Und Paulina hat das hier. Pinkes Top und so einen grünen Cardigan, damit wir in unserem grün-pink genau. sind. Okay, die Tasche wäre echt perfekt gewesen, hätte ich wenigstens ein bisschen was Grünes gehabt. Aber kann man nichts machen, es ist nur eine Tasche. Wir können morgen um 10 zu H&M und dann von da aus zur Location. Können wir gucken, wie stressig es morgen wird. Ja. An sich war das jetzt ein Weg von 10 Minuten und ja. Von dort dann... Wenn wir um 9.50 losgehen... Dann schaffen wir es locker. Also pünktlich zur Location schaffen wir es auf jeden Fall. Wenn ja. Der um 10 aufwacht. Ja, wir müssen okay. Jetzt noch 10.30 Uhr da. Mal schauen, morgen ist auch noch ein Tag vielleicht. Mal schauen, was kommt. Wir gehen jetzt dann auf jeden Fall schlafen. Nee. Okay, wir üben noch unseren Vortrag. Gehen vielleicht duschen. Ja. Machen unsere Haare. Beziehungsweise ich mache meine Mozartlocken. Ich glaube, ich habe langsam auch den Titel als schlechteste Packerin verdient, weil ich habe gedacht, ich habe wirklich so viel aussortiert, aber ich habe so viel Blitze mitgenommen. Also auch so Hosen, die mir gar nicht mehr passen. Richtig doof. Ja, ich freue mich auf jeden Fall voll auf morgen. Ich glaube, das wird voll schön. Wir machen uns einfach keinen Druck. Also das, das Outfit ist wirklich sehr unwichtig das eigentlich. Das ist das Unwichtigste. Ja. Wir brauchen nur 12 Minuten zu Fuß zum Mediapark. Ach so. Ja, dann holen wir davor noch die Tasche, oder? Ja. Morning! Heute ist der nächste Tag. Wir haben uns schon ready gemacht. Warum winke ich immer so in deine Kamera? Ich mach das auch immer. Hi! Als wäre ich noch nie in deine Kamera. Ich komme mir auch immer so komisch vor, wenn jemand anderer vloggt. Ich fühle mich dann auch immer so, so unbeholfen. Auf jeden Fall unsere Outfits. Du
hast noch deine grüne Tasche nicht. Ja, genau. Ich habe noch, wir kaufen jetzt noch eine grüne Tasche, weil unser Theme, ich glaube, das habe ich gestern schon erzählt, egal, ist rosa-pink. Und nee, grün-pink. Oh. Oder grün-rosa. Grün-pink, genau. Ja. Und das ist das, was wir jetzt umgesetzt haben. Und die grüne Tasche hatten wir gestern bei H&M schon im Auge. Und dann haben wir sie nicht mitgenommen und dann war der H&M schon zu. Und seitdem bereuen wir das, weil es hat eigentlich perfekt gepasst. Ja. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden, bis wir hin müssen zur Event-Location. Und ja, ich bin so gespannt auf alles. Irgendwie, wir lassen einfach alles auf uns zukommen. Und ich freue mich voll, dass wir das zusammen machen. Weil alleine würde ich, glaube ich, echt, wäre ich so nervös und jetzt bin ich gar nicht nervös. Es ist auch so schönes Wetter. Also richtig, richtig toll. Eigentlich fast schon schade, dass es drin ist, das Event, weil es ist so schön sonnig. Und nimmst du eine Sonnenbrille mit? Nee, ich habe gar keine dabei. Cheers. Ja, aber wir haben ja gesehen, dass wir haben uns Kaffee geholt und dann ein paar Frühstück. Da Brötchen, du hast ein Avocado mit Parmesan, habe ich noch nie gesehen, irgendwie bei Genau, Henry stellt sich auch mal ganz kurz vor. Genau, ich bin Henry, 23 Jahre alt, ich studiere Medizin und nebenbei natürlich auch Content, wie einige hier wissen werden. ...und Vorträgen teilzunehmen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wo ihr wann hin müsst. Es gibt verschiedene Areas. Also es gibt halt einmal die Hauptbühne, da befinden wir uns jetzt gerade. Dort finden immer halbstündig die Vorträge statt. Das heißt, wenn ihr an einem Vortrag steht, könnt ihr immer so ein bisschen comfy gestalten. Deswegen wollten wir das heute auch umsetzen. Also ihr könnt euch einfach ganz gemütlich zurücklehnen und uns zuhören. Und wir quatschen ein bisschen über Themen, die man vielleicht nicht so häufig bequatscht. Gerade auch in der Uni-Welt und als allererstes wollten wir uns kurz vorstellen, dann kommt einfach so ein kleiner Talk und am Ende könnt ihr uns noch Fragen stellen, falls noch ein bisschen Zeit geblieben ist. Genau. Ich fange mal an, mich kurz vorzustellen. Ich bin Pauline, 23 Jahre alt und ich studiere International Tourism Studies und habe gerade meinen Bachelor abgeschlossen, meine Bachelorarbeit abgegeben und bestanden. Und da hatte ich so richtige Selbstzweifel. Es war für mich total komisch, dass ich das dann nicht geschafft habe. Wir hatten übrigens gerade einen Podcast-Talk, einen Live-Podcast, da ging es immer so. Und es lief besser als gedacht. Ja, ich fand es super, es war richtig, richtig schön. Vanessa hat es heute angefangen. Und jetzt wollen wir uns Kaffee, weil wir sind ein bisschen müde. Aber generell ist es hier so toll, also so tolle Menschen. Geschlafen, also richtig lang. Es ist jetzt 1:15. Wir haben aber gestern auch echt noch richtig lang gequatscht mit den anderen. Wir sind dann hergefahren ins Hotelzimmer und haben richtig über alles gesprochen. Die Zeit ist so verflogen irgendwie, oder? Das war auch so interessant, sich einfach auszutauschen. Ja, also es hat einfach so richtig geflowt. Wir haben geredet, es war richtig, richtig nett. Und dann hatten wir noch einen Kampf mit einer Mücke. Das hat uns so wirklich... Wir waren so froh, also gestern war es generell so, dass wir so ein bisschen hin und her hatten, auch um ins Hotelzimmer zu kommen. Also wir mussten dann nochmal runter zur Rezeption, weil unsere Karte nicht funktioniert hat. Dann waren wir endlich im Bett, haben das Licht ausgeschalten. Es war ruhig, wir waren so, finally können wir den Schlaf nachholen. Und auf einmal diese eine Mücke, die am Ohr. Ach Mann. Und das hat dann schon auch ein bisschen gedauert, bis die... dann weg war. Die hat sich einfach die ganze Zeit versteckt, das war frustrierend. Wir waren dann wirklich unfassbar müde, sind um 3 aufrecht im Bett gesessen, mit Licht an. Und die ganze Zeit so... Und beide waren wir so, wo ist diese Mücke? Ja. Das war anstrengend, aber der Schlaf hat so gut getan. Ja, wir haben das auch echt gebraucht, dass wir jetzt so lange geschlafen haben. Und was wir jetzt brauchen, ist Essen. Ich freue mich so... Ja. Dann sind wir echt wieder so richtige Menschen. Weil gestern am Abend, wir waren so, wir haben uns so gefühlt, als wären wir richtig betrunken. Mhm. Keinen Schluck Alkohol getrunken, aber durch den Schlafmangel und durch alles. So richtig delusional. Ja, und jetzt gehen wir los. Ich freue mich.
sonst kann ich auch mit meinem Handy noch was filmen. Das ist schon Big Breakfast. Oh mein Gott. Das sieht so lecker aus. Wow. Richtig gut. Auch hier ist so eine Maracuja. Ja. Oh, hier gibt es auch noch so Müsli, das habe ich gar nicht gesehen. Wir sind im Café. Hallo, heute ist ein neuer Tag und wir waren gerade brunchen. Ich habe eh ein bisschen mitgefilmt und wir sind jetzt in einem Pilates-Studio. Wir wollten nämlich Reformer Pilates mal austesten. Das ist mein Outfit und ich hoffe, ich kann ein bisschen mitfilmen, aber ich schau mal, wie sich es ergibt. Auf jeden Fall bin ich super gespannt und freue mich mega. Ich wollte das schon so lange mal probieren. Ich sage euch danach Bescheid, wie es war. Und ja. Warten auf unseren Schuss. Ich glaube, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet, seit wir Pilates gemacht haben. Deswegen, kleines Feedback zum Pilates. Es hat uns beiden richtig gut gefallen, oder? Ja, es hat voll Spaß gemacht. Es war auch echt anstrengend. Ja, es war echt richtig. Also teilweise haben wir es angeschaut und waren so kurz vorm Sterben. Es hat richtig gebrannt. Es war also so, auch so auf eine andere Art als jetzt ja. So ein normales Workout. Also man musste dann teilweise so die Beine in so einer Schnur oder in so eine Schlaufe reingeben und dann ja. So nur mit den Zehen so drücken. Ja. Und das hat teilweise, das hat dann so gebrannt. Ja, die Waden haben dann so gebrannt, genau. Ja, aber es war richtig gut, es hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Ich glaube, in Innsbruck gibt es leider nicht so viel Auswahl. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist echt cool, falls ihr die Möglichkeit habt, schaut da auf jeden Fall irgendwann mal vorbei in irgendeinem Pilates-Studio. Das ist echt richtig cool. Also ich kann ja. Mir vorstellen, dass es vielen gefallen könnte. Ja, ist halt auch mal was anderes. Also selbst wenn man das jetzt nicht regelmäßig macht, aber es einfach mal so eine Probestunde ausprobieren. Ja. Macht schon was. Echt cool. Wir haben uns auch jetzt Cinnamon Buns geholt. Mhm. Wie ist das nochmal, der Laden? Hector's Rolling Buns. Genau, da wurde die, also... Wurde mir empfohlen als die beste Zimtschnecke. Genau, also wir sind gespannt. Wir kennen Cinnamon schon. Mhm. Also mal schauen, wir haben dann den Vergleich. Genau, Cinnamon gibt es ja in Hamburg, aber auch hier in Köln. Ja. Aber wir wollten mal was typisch Kölsches probieren. Genau. Das gibt es scheinbar nur hier. Sahen auch alle echt lecker aus. Sie haben auch verschiedene Sorten, aber wir haben jetzt die klassische Hector's Bun genommen mit so... Zimt und Frosting. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt warten wir noch auf einen Smoothie, noch als was kleines Frisches. Es ist jetzt übrigens 20 vor 4, der Tag verfliegt. Ja, wir haben noch einiges so vor eigentlich. Wir wollen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Brainstormen, bisschen Co-Working, aufschreiben, genau. Co-Working. Hallo, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder back in Innsbruck. Heute ist der Tag danach, beziehungsweise bin ich gestern am Abend angekommen in Innsbruck und ich wollte so ein bisschen mit euch recappen. Und mich so ein bisschen nebenbei fertig machen, weil ich habe mich, glaube ich, echt super wenig, also die letzten Tage war irgendwie genauso wie bei dem Event von Rituals. Als ich mit Rituals in Amsterdam war, war es so richtig surreal für mich, weil ich manchmal nicht glauben kann, dass, das soll jetzt auch überhaupt nicht komisch klingen, in welchem Punkt ich in meinem Leben stehe, was meine Person betrifft. Ich habe euch ja immer schon gesagt, dass ich immer schon so gestruggelt habe mit, dass ich nicht aus mir rauskommen kann oder dass ich mich manchmal so ein bisschen in mich gekehrt fühle. Und irgendwie dieses Jahr war voller Momente der ersten Male, sage ich mal. Das erste Mal auf der Bühne gesungen, das erste Mal vor anderen Menschen gesungen, das erste Mal vor anderen Menschen gesprochen. Also das erste Mal so eine Live-Podcast-Folge aufgenommen. Ich bin so oft über meinen Schatten gesprungen und das meine ich, also ich bin wirklich über meinen Schatten gesprungen. Ich hätte das nie von mir gedacht und das hat mir bewiesen, dass man, egal was für eine Meinung man von sich selber hat, das habe ich euch das letzte Mal auch in meinem Vlog erzählt, egal was man eine Meinung von einem hat, dass man sich denkt so, ich könnte das nie vor anderen Menschen sprechen oder ich könnte nie auf der Bühne stehen und singen, ich hätte da viel zu viel Angst. Wenn man etwas möchte und wenn man bereit ist, über seinen Schatten zu springen und seine Komfortzone zu verlassen, dann schafft man alles. Was mir auch so richtig bewusst geworden ist, ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich voll der Overthinker bin und dass ich wirklich immer super viel überdenke, was ich sage, was ich tue. Habe ich das Richtige gesagt? Habe ich mich komisch verhalten? Ich glaube, auch die meisten Menschen kennen das und haben das. Aber dieses Wochenende habe ich mich mit Menschen umgeben, die nur das Beste aus mir rausgeholt haben. Ich habe mich kein einziges Mal
unwohl gefühlt in dieser Gruppe. Ich habe nichts überdacht. Das waren alles so liebe Menschen und ich kann irgendwie, also ich habe mich so krass wohl gefühlt. Das war echt so, 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 so toll. Die meisten Menschen kannte ich vor einem Jahr nicht mal. Also das ist einfach unglaublich, was in einer kurzen Zeit passieren kann. Ich habe mir heute Morgen mal so ein bisschen Zeit genommen. Also ich möchte euch jetzt auch nicht anlügen. Der Morgen hat sehr stressig gestartet, weil ich um 9 Uhr eine Abgabe hatte, die ich fertig machen musste. Das heißt, ich bin um 7 aufgestanden, habe alles fertig gemacht. Aber dann habe ich mir gesagt, dass ich mir so ein bisschen einen ruhigeren Morgen geben möchte und habe gejournalt, habe meditiert, weil ich wirklich priorisieren möchte, mit meinen Gedanken gut umzugehen und mir Quiet-Zeit zu nehmen, weil ich das so oft vernachlässige. Deswegen habe ich das gemacht und mache mich jetzt fertig, werde dann aufräumen, Wäsche aufhängen, bisschen arbeiten und dann habe ich mit Jakob um 12 Uhr ein Date und wir wollen ein bisschen was unternehmen. Genau. Ich wollte euch übrigens auch Feedback zu der Perfect Match Foundation geben von L'Oreal. Ihr habt mir das empfohlen. Ich habe euch auf Instagram gefragt. Ich hatte ganz lange die Fit... Nee, das ist nicht die. Das ist die All Matte Shine and Control Foundation von Catrice. Und ich habe jetzt eben diese hier. Und ich muss wirklich sagen, dass die unfassbar nice ist. Also die lässt sich so gut in die Haut einarbeiten. Richtig, richtig toll. Und vor allem passt sie sich auch den Hautton an. Was auch richtig nice ist. Also... ist auf jeden Fall approved von mir. Ich hatte tatsächlich jetzt auf dem Trip einige Erkenntnisse, wie ich mein Leben gestalten möchte oder einige Dinge, die ich auch in meinem Leben ändern möchte. Ich finde das manchmal ganz gut, wenn man so einen Tapetenwechsel hat und mal so Zeit hat, so ein bisschen über alles nachzudenken. Dann kommt man häufig auf Erkenntnisse. Da habe ich jetzt auf jeden Fall Lust drauf. Genau. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig. Wollte mich auch dafür bedanken, dass ihr mit dabei wart und dass ihr mich durch all die Momente begleitet und ich liebe einfach den Support, den ihr mir gibt, weil ich glaube, viele wissen, was das für eine Herausforderung ist für mich, egal bei was, also egal, ob ich jetzt einen Tanzauftritt habe, einen Sing-Auftritt oder vor der Bühne spreche, ich glaube, ihr wisst, dass das nicht so einfach ist für mich und ihr seid immer so supportive in meinen DMs oder in den Nachrichten und das finde ich total schön. Also vielen Dank für den ganzen Support und ich möchte euch auch unbedingt damit motivieren, aus eurer Komfortzone zu gehen, weil wenn ich das kann, dann schafft ihr das 100-mal und wenn ich diese ganzen Sachen mache, dann schafft ihr das auch und ihr werdet euch so gut danach fühlen und mit jeder Sache, wenn man außerhalb seiner Komfortzone ist, öffnet sich eine neue Tür. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!